Jetzt gucken wir nochmal in die Statistik rein. Wie sieht's aus? Wie die Unfruchtbarkeit immer weiter steigt und die Fruchtbarkeit immer weiter runtergeht, ne? Moinsen und herzlich willkommen zurück in der Hungerzone von Endzone, A World Apart. Meine lieben Freunde, wir sind im fortgeschrittenen Schwierigkeits unterwegs und wir haben ein Problem. Wir haben nicht genug Essen für unsere Siedler. Und das ist schlecht, weil wir haben eine Dürre. Das heißt, jetzt wächst auch gleich nichts. Oder es wächst generell nichts. Ich habe aber schon ein bisschen versucht, das Ruder rumzureißen. Wir haben eine Weide gebaut und wir sehen, die Weide führt scheinbar dazu, dass wir gerade genug Milch und so produzieren, um uns über die Dürreperiode so ein bisschen zu hangeln in Sachen Nahrung und so. Guckt euch das mal an, wie krass das ist. Ich habe hier auch nochmal so eine Pflaumenplantage aufgebaut. Mit Pflaumen kenne ich mich halt aus. Und das sieht ein bisschen komisch aus immer, dieses Bild. Egal. Lalala. Wir haben das Problem, dass wir hier ganz dringend noch die Fischereihütte brauchen, um noch ein bisschen mehr Nahrung an den Start zu bringen, wenn wir dann wieder Wasser am Start haben. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Endzone reinziehen, auf dem fortschrittlichen Schwierigkeitsgrad, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Guck mal, wie verzweifelt sie die halbfertigen Pflanzen hier ernten, die halbfertigen Tomaten. Die essen grüne Tomaten, damit sie was zwischen die Zähne haben. Guckt euch das mal an. Und dabei steht hier Ertrag 0. Das ist schon ein bisschen hart. Wir haben gerade so eine heftige Dürre hier. Oh, hier müssen wir echt aufpassen jetzt. Da kommt zweimal Dürre hintereinander. Das wird natürlich übel jetzt. Ich meine, es ist jetzt schon übel. Davon mal abgesehen. Wie sieht's denn aus mit Jägern und so? Genau. Es ist jetzt schon übel. Und es wird noch übler, meine lieben Freunde. Es wird noch übeler. Wir haben eigentlich genug Wasser. Ich nehme jetzt hier noch einen Wassersammler raus. Okay, sie sterben gerade. Sie sterben, weil sie verhungern. Wir haben leider... Oh, wir haben Fischer. Aber es nützt uns halt nichts, ne? Ist halt gerade Flaute. Aber gleich müsste das Wasser eigentlich wiederkommen. Komm schon, Wasser, komm wieder. Wir brauchen Fischer. Komm schon. Wir brauchen Essen. Nein, sie sterben. Das Blöde ist halt, wenn dann zu wenig Leute da sind. Warte mal, ich hab... Genau, hier, der Köhler ist voll. Den nehmen wir jetzt mal... Wir nehmen jetzt mal alle Köhler raus und stecken die hier als Fischer direkt hier wieder rein. Und wir machen auch mal die Baumeister jetzt komplett weg und stecken die in die Fischerei. Weil wenn jetzt nämlich gleich das Wasser wieder kommt, können die gleich direkt anfangen zu arbeiten. Kohle haben wir nämlich gerade mehr als genug. Wir brauchen auf jeden Fall immer jetzt Jäger, immer Fischer und immer Bauern. Und immer Hirten. Oh, da ist ein Hirte gestorben. Dann machen wir nur einen Schneider und den Hirten wieder hier rein. Es werden aber wieder Kinder geboren, das ist gut. Jetzt ist das Wasser wieder da, Gott sei Dank. Und sie fangen an zu fischen. Ja, das wird jetzt natürlich... Das wird jetzt natürlich noch ein bisschen nachlaufen. Mit der Sterberate. Weil wir immer noch nicht genug Nahrung jetzt reinkriegen. Es muss ja auch erstmal auf den Feldern wieder was wachsen, bevor wir wieder einen Überschuss kriegen. Aber... Die Fischerei ist jetzt voll durchgängig aktiv. Das ist sehr gut. Und die gehen direkt zu der Fischerei und das... Genau. Da packen sie es rein. Sehr nice. 10 Einheiten Nahrung. Oh, scheiße! Wie sieht's bei den Pflaumenhaien aus? Mann, sie sterben, sie sterben, sie verhungern. 13 Leute hungern, Alter. Scheiße! Es sterben uns die Wasserträger weg. Warte mal, ich mache jetzt mal hier weniger Leute rein, die da... Ein Großteil der von uns eingelagerten Nahrungsreserven scheint kontaminiert zu sein. Ja, kann ich nichts machen. Was soll ich machen? Müsst ihr essen jetzt, hilft alles nichts. Kann ich nicht ändern. Ist halt dann kontaminiert. Toll, das ist jetzt schon wieder so eine Death Spiral. Weil jetzt, wenn die jetzt kontaminierte Nahrung essen, werden die wenigen Leute, die jetzt übrig sind, unfruchtbar. Das heißt, die zeugen weniger Kinder. Das heißt, im Umkehrschluss noch weniger Bevölkerungswachstum. Das heißt, noch weniger Fortschritt am Ende des Tages. Noch weniger Berufe, die ausgeübt werden können. Weniger Ressourcen, die reinkommen. Weniger Bauprojekte, die wir umsetzen können. Wir haben sowieso schon keine Baumeister mehr, sind alle tot. Ist schon geil irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Ist schon, es ist hart. Diese Endzeit ist hart. Aber es werden wieder gleich Kinder erwachsen. Das ist gut. 6 Leute hungern immer noch. Die werden wahrscheinlich auch sterben. Die werden wir nicht mehr durchkriegen. Ich bezweifle es sehr stark, dass wir sie durchkriegen.
Es sei denn, es wird jetzt mal hier der Pflaumenhain geerntet. Ja, da sterben sie. Nee. Das ist, wenn die einmal im Hungermodus sind, dann kannst du nur noch hoffen, dass Essen auf dem Weg ist. Ansonsten sind sie eigentlich schon so gut wie tot. Weil die so schnell verhungern, das ist echt nicht mehr feierlich. Ich fände es ja irgendwie logischer, wenn sie beim Hungerstatus länger durchhalten würden als beim Durststatus. Weil du brauchst ja eigentlich doppelt so lange, um zu verhungern, als zu verdursten. Also theoretisch müsste es eigentlich so sein, wenn du genug Wasser hast, dass du deine Siedlung immer safe durchbringst. Aber ja, so ist es halt nicht. So funktioniert das Spiel halt nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Naja, auf jeden Fall haben wir Strahlung im Wasser. Sehr gut. Hervorragend. Wir brauchen einen Dekontaminierer eigentlich jetzt. Müssen wir aber, weiß ich gar nicht, müssen wir den erforschen? Nicht Dekoration, Dekontamination, verdammt. Dekontaminierer. Ne, den müssen wir gar nicht erforschen. Ich baue den jetzt mal hier hin. Da, wo er vor allem gebraucht wird. Da, wo halt Nahrungsmittel eingelagert werden und Wasser. Und ich baue hier noch einen hin, hier unten. Da, wo sie wohnen, muss gar nicht so dringend dekontaminiert werden, glaube ich. Also es muss vor allem immer da dekontaminiert werden, wo Nahrungsmittel eingelagert werden. Das sind jetzt natürlich wieder zusätzliche Berufe, ne? Die wir jetzt wieder nicht ausüben können, wenn wir nicht genug Leute haben dann. Hier, wir müssen immer genug Leute haben, die Nahrung ranschaffen. Ganz, ganz wichtig. Ich mache jetzt mal weniger Förster und wieder einen Fischer hier rein. Sondierer brauchen wir eigentlich auch ganz viele. Naja. Ich stopp mal jetzt die Schule. Huch, was? Leider konnten die zahlreichen Stimmen nicht zufriedenstellen. Was habe ich denn jetzt wieder nicht gemacht? Gescheiterter Auftrag. Ja, welcher denn? Das ist auch geil, dass das nicht dabei steht einfach. Welcher ist denn jetzt gescheitert von den 10, die ich habe? Verstrahlte Nahrung. Dekontaminationsposten einrichten. Genau. Haben wir gemacht. Metallwerkzeug produzieren. Arbeitet da? Ja, guck mal. Das müsste jetzt aber eigentlich... Das müsste jetzt erfolgreich abgeschlossen sein. Yes, nice. Sehr gut. Das war jetzt nämlich auch wichtig hier für die Baustelle. Aber ich glaube irgendwie, die Prio liegt gerade nicht darauf, dass wir bauen. Das ist halt so das Ding. Die werden die Werkzeuge gleich abgeben an die Arbeiter. Wir haben zwei Leute jetzt. Sowas brauchen wir. Warte mal ganz kurz, pausieren mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch Fischer. Ah, jetzt haben wir wieder Nahrung, Gott sei Dank. Aber die ist halt verstrahlt, ne? Das ist halt das Ding. Erstmal, wir machen jetzt erstmal Fokus auf diesen Dekontaminierer hier. Das heißt, Arbeiter, der bauen kann, genau, damit der das erstmal baut, damit wir da erstmal einen haben, der diese ganzen Sachen hier dekontaminieren kann. Ist ja schon wieder eine Dürre, das gibt's doch alles gar nicht. Das kann doch alles nicht sein hier. Ein Brunnenwart brauchen wir auch. Okay, warte mal, wir machen das mal so. Einen Wasserträger und einen Brunnenwart. Vielleicht auch nur einen Förster und zwei Brunnenwärter. Besser ist das. Wir brauchen Wasser. Wasser geht jetzt wieder zur Neige. Jetzt haben wir Nahrung, jetzt fehlt Wasser. Es ist halt durch die Arbeitskräfte, ne? Uns fehlen einfach die Arbeiter. Ist echt heftig. Okay, wenigstens das wird jetzt gemacht. Strahlung wurde entfernt. Die Materialien werden geliefert. Haben wir denn alles? Kohle 12, Plastik 6, Schrott 36 und Holz. Wisst ihr, was jetzt richtig geil wäre? Ein Banditenüberfall. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass da auch bald einer kommt. Okay, warte, wir wechseln den mal durch hier. Mehr Leute beim Jagen. Hirten haben wir genug, Bauern haben wir auch genug. Nahrung wird reingeholt. Ja, Wasser fehlt halt. Okay, warte, dann mach mal zwei Bauern weniger und drei Wasserträger. Sind denn die Leute noch fruchtbar? Wir haben jetzt ja verstrahlte Lebensmittel quasi zu uns genommen. Jetzt müssen wir mal unsere Bevölkerung überprüfen, wie es aussieht mit Fruchtbarkeit. Okay, es sind immer noch wesentlich mehr Leute fruchtbar. 31 sind fruchtbar und 11 sind unfruchtbar. Das ist schon mal gut. Aber ja, es sind halt Unfruchtbare dabei. Das ist eigentlich schon scheiße. Das ist eigentlich schon nicht gut. Ja, da. Alter, ich kann euch sagen hier. Wie lange das hier auch dauert mit diesem Bauprojekt. Es ist nicht mehr feierlich. Es ist nur ein einziger Dekontaminierungsposten und der braucht halt einfach ewig.
So, wenn gleich wieder... Ah, wir haben gleich eine richtig geile Regensaison. Die müssen wir mal unbedingt dann nutzen. Wir müssen mehr Wasserspeicher und mehr Nahrungsproduktionen bauen. Wir müssen so einen richtigen Vorrat uns zusammendengeln. Weil jetzt kommt die zweite Dürre. Und dann haben wir nur Regen durchgehend. Vielleicht auch wirklich noch verbinden mit einem weiteren Brunnen noch. Den wir hier irgendwo hinstellen noch zusätzlich. Das müssen wir unbedingt machen. Wasser ist jetzt nämlich wieder das Problem. Jetzt verdursten sie gleich wieder, ey. Oh, ich raste aus. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Bis die mal den Dekontaminierer gebaut haben, ey. Das gibt's nicht. Okay, warte, ich mache jetzt hier zwei Arbeiter. Wasserträger nützen uns ja gerade nichts. Jetzt haben wir 1400 Nahrung, nicht mehr genug Wasser, ey. Es ist ein Hin und Her, ey. Es ist unglaublich, ey. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber wir haben es immerhin wieder auf 32 Leute gebracht. Und da werden auch wieder neue Leute erwachsen. Das Problem ist, das erhöht halt wieder unseren Verbrauch, ne? Mein Gott, jetzt baut doch mal da den Dekontaminierer, ey. Das gibt's doch nicht. Zwei Arbeiter, wo holt ihr das denn her, das Baumaterial? Aus Timbuktu oder was? Die fahren da nach Timbuktu dafür. Ohne Witz. Kann doch nicht wahr sein hier. Hallo Boss, wir sind ein wenig besorgt darüber, dass die Bevölkerungszahl... Ja, aber da... So, jetzt hier. Mach mal jetzt hier. Mehr Wasserträger jetzt. Jetzt kommt nämlich gleich Wasser wieder zurück. Oh, Scheiße. Es ist typisch, ey. Wenn die Bevölkerung wächst, kommt die Dürre. Wenn die Bevölkerung schrumpft, kommt der Segen im Regen. So, jetzt schnell die Kontaminierer noch. Unbedingt. Der muss unbedingt hier arbeiten jetzt. Mann, oh 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 Mann. Ja toll, jetzt ist hier unten die Strahlung, weißt du? Wasser? Wasser? Schnell. Verdammte Scheiße. Ja, da ist es. Gott sei Dank. Und es spült die Strahlung weg. Hervorragend. So, jetzt schnell hier Wassersammler noch einstatten, ausstatten, wegstatten, verstatten. Wo ist jetzt hier? Baut den Brunnen hier jetzt hin. Zack, zack. Was ist los? Ah ja, Wasser, genau. Da war ja was. Oh Gott, es kommt wieder was rein. Aber ich glaube, wir haben noch keine Verdurstenden. Es verdurstet noch keiner, das ist schon mal gut. Weil sonst müsste hier eigentlich eine Warnung kommen. Aber wir haben Siedler mit schlechter Gesundheit. Oh. Wir müssen mal einen Kräutersammler. Oh, scheiße, das habe ich voll vergessen, ey. Wir brauchen ja auch noch einen Kräutersammler. Der Arzneimittel macht. Ah, Mann, Alter, man muss hier allen möglichen Kram, muss man hier auf dem Zettel behalten. Ja, es ist, die müssen eh erstmal wachsen, die Kräuter. Sonst weiß ich gar nicht, wo ich den hinbauen kann. Warte mal. Am besten ja eigentlich hier oben irgendwo. Müssen wir mal kurz warten, bis wieder was gewachsen ist. Damit ich sehe, wo die Hotspots sind. Ne, genau, da, guck mal, da wächst jetzt wieder. Wie sieht's hier unten aus? Da ist gar nichts. Das ist alles verstrahlt hier. Was, das sind keine guten Neuigkeiten. Unsere Siedler sollten so wenig... Ja, aber... Ich baue doch schon die ganze Zeit Schutzkleidung. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn noch mehr machen? Hier, guck mal, wie hoch die Strahlung da ist, ey. Krass. Okay, die Strahlung wird jetzt weggespült. Gott sei Dank. Oh, die Gesundheit sieht nicht gut aus. Das wirkt sich halt auch auf die Fruchtbarkeit aus. Das ist nicht gut. Ah, nee, die Strahlung kommt zurück. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Raste aus. Und wir haben schon wieder nicht genug Wasser. Das ist so der Punkt, Alter. Weißt du, du hast einen Punkt. Wenn du da nicht aufpasst in dem Spiel, dann kippt das ganze Ding in die andere Richtung. Das ist wie so eine Waage. So eine unsichtbare. Die du immer im Hinterkopf behalten musst. Und wenn du es nicht mitkriegst, wenn die kippt, dass du beim Versorgung und Bevölkerung, wenn die Bevölkerungsseite zu schwer wird und die Versorgungsseite zu leicht, dann kippt das so schnell um. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Das ist richtig heftig.
Die Baustoffe hat die deutsche Regierung organisiert, ja. Das ist hier so wie bei der Pandemiebekämpfung läuft das hier, genau. Langsam, behende, aber ganz sicher ineffizient. Man muss sich ja auch mal Zeit lassen bei sowas. Man kann ja nicht immer alles übers Knie brechen. Ja, toll, jetzt die Plantagen jetzt. Das Ding ist halt, wir haben für die Dekontaminierung jetzt halt auch keine Arbeitskräfte. Weil wir bräuchten jetzt eigentlich Siedler, die nichts zu tun haben, die da jetzt die Strahlung entfernen. Aber das haben wir nicht. Wir können jetzt zwar hier den Auftrag erfüllen oder aufgeben, dass wir halt sagen, hier macht mal die Strahlung hier weg. Nur es bringt uns halt nichts. Weil, ja. Weil halt. Weil wir keine Leute haben, die das machen. Alter, die Gesundheit. Niedrige Gesundheit erhöht die Chance, dass eine Krankheit aus. Wir haben so ein Schwein, dass noch keine Krankheit ausgebrochen ist. Wir haben ja noch keinen Friedhof. Wir haben die Toten alle gar nicht begraben, ey. Wir müssten eigentlich schon fett die Seuche haben. Wir müssten so eine fette Seuche schon am Start haben, ey. Boah, die Strahlung, Alter. Die wird jetzt richtig übel hier. Können wir nicht mal wieder sauberen Regen haben, statt sauren Regen? Ich wäre mal dafür. Ich wäre mal ganz, ganz stark dafür. Wir können froh sein, dass unser Wasser noch gefiltert wird. Ja, unsere Bevölkerung muss wachsen, Kollege. Der beschwert sich ja auch noch, dass die Bevölkerung wächst. Die muss wachsen. Wenn die nicht wächst, haben wir ein Problem. Dann können wir nämlich die ganzen Jobs vergessen hier. Die können wir dann nicht beglücken hier. Ich mach mal noch mehr, mach mal einen Dekontaminierer hier unten. Dass wir die Strahlung in den Lagerhäusern loswerden, das ist ganz wichtig. Ich guck mal gerade da, was die Todesursache Nummer 1 ist. Hier war es Alter. Okay, gut, das ist noch okay. Strahlung 1. Hunger 0, okay. Hunger hatten wir hier. Durst, da ist ja gar keiner dran gestorben. Ja, stimmt, es sind ja viele verhungert, das ist richtig. Aber wenn sie am Alter sterben, ist es noch okay. Strahlungstod haben wir tatsächlich bisher nur 2. Aber das ist natürlich immer noch zu viel, ne? Jeder Tote ist einer zu viel. Ich finde es auch sehr interessant, wie es tatsächlich die Weide geschafft hat, nicht verstrahlt zu werden. Vielleicht sollten wir mehr Weiden bauen, tatsächlich. Die sind ja scheinbar doch recht effektiv, so, was so diese Trockenphasen auch angeht. In Sachen Nahrungsproduktion. So, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir vielleicht einen Arbeiter hier noch an den Brunnen reinpacken. Weil wir müssen unbedingt Wasserreserven zusammensammeln. Dass wir jetzt, wenn die nächste Trockenperiode jetzt dann kommt, dass wir nicht dann wieder auf dem Trockenen sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sterben sie wieder. Ja, ich muss eigentlich einen Friedhof bauen, aber ich muss auch viele andere Sachen noch machen. Oh, Kräutersammler, Kräutersammler, Kräuterhexe, Kräuterhexe. Erstmal jetzt die Kräuterhexe, warte mal. Nahrung haben wir gerade genug, dann nehme ich mal welche raus. Und hau die mal hier beim Kräutersammler jetzt rein. Wir müssen Medizin sammeln, dann sterben die auch nicht so schnell. Scheiße! Das ist echt so krass, Mann! Das hört sich auf! Jetzt fallen sie wieder alle reihenweise um, Mann! Ich kann kotzen! Mann! Ich komme mir vor wie... Wie als wenn ich diese Miniserie, diese Tschernobyl-Miniserie im Schnelldurchlauf spiele gerade. Also so, gucke. Als wenn es so im Fullspeed-Durchlauf ist hier. Tschernobyl in Kurzfassung. Spoiler-Alarm, alle sterben an Strahlung. Ist echt so. Krass. Ackern wie ein Ochse oder rammeln wie die Hasen? Ja, am besten beides. Am besten beides. Ich wäre für beides. Mann, boah, die Strahlung, Junge, die Strahlung, Mann. Ist nicht mehr normal, ey. Ich mache jetzt die Bauarbeiter mal komplett raus. Und mach lieber noch Wasserträger. Und noch einen Bauer. Wir müssen jetzt unbedingt dafür sorgen, dass wir hier diese Engpässe jetzt überwinden. Wir brauchen mehr Wasser. Eigentlich brauchen wir auch wieder einen Köhler. Unsere Kohle wird langsam weniger. Wenn wir keine Kohle mehr haben, wird kein Wasser mehr gefiltert. Dann haben wir komplett verstrahltes Wasser. Und ich glaube, dann können wir uns einsagen lassen. Wenn das soweit ist. Oh Gott sei Dank, die Strahlung zieht sich zurück. Liegt das am Dekontaminierer oder liegt das einfach am Wetter?
scheint ja schon so ein bisschen auf diese Lokalität vom Dekontaminierer so ein bisschen begrenzt zu sein, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Oder? Nee, nee, ist der Regen. Es ist sauberer Regen, der die Umgebung cleart, tatsächlich. Leider cleart er nur hier oben und nicht hier unten. Da, wo die Felder sind, müsste er eigentlich clearen. Macht der Dekontaminierer eigentlich auch mal was? Also, keine Ahnung. Es ist anscheinend mit das unnützeste Gebäude einfach. Keine Ahnung. Ich habe das noch nie gesehen, dass ein Gebäude dekontaminiert wurde, ehrlich gesagt. Oder irgendwas überhaupt dekontaminiert wurde von dem. Ja, der chillt da hinten irgendwo. Derzeit in Produktion. Ja, von wegen. Guck mal, wo der ist. Der ist da hinten. Aktueller Beruf Dekontaminierer. Lukas. Lukas. Keine böse Strahlung. Sonst geht's ab auf die stille Treppe mit dir. Los jetzt, rein in den Dekontaminierer und dekontaminieren, verdammt nochmal. Das kann ja wohl nicht sein hier. Wie er schillt. Wie er einfach schillt. Gibt's da nicht. Schweinerei. So, wie sieht's aus? Kohle? Oh. Nahrung kriegen wir jetzt wieder. Aber jetzt einen schönen Vorrat auf jeden Fall. Einen schönen Batzen. Wasser sieht noch ein bisschen dürftig aus, ehrlich gesagt. Ich nehme mal gleich noch einen hier von den neuen Erwachsenen zum Wassersammeln dazu. Ich werde jetzt mal den Jäger mal kurz deaktivieren und hier noch einen Wassersammler machen. 900 Einheiten Wasser ist eindeutig zu wenig und da hinten kommt schon wieder eine Dürre. Wir brauchen mehr Wasser. Jetzt müssen wir erstmal bunkern. Bunkern, bunkern, bunkern ohne Ende. Aber sowas von. Wir müssen sowas von Wasser bunkern jetzt. Ich überlege auch gerade, ob es vielleicht sinnvoll ist, das noch ein wenig zu diversifizieren und vielleicht hier unten diesen kleinen Tümpel auch noch mit ranzunehmen. Also quasi noch eine Zisterne zu bauen und noch einen Steg. Weil wenn hier oben verstrahlt ist, ne, also so rein, dass man halt noch eine zweite Quelle hat. 10 Leute sind verstrahlt. Starte Siedler mit Schutzkleidung aus. Ja, wenn das mal so schnell gehen würde hier. Ich habe einen Schneider. Kriegen wir denn Zeug auch? Ja. Da macht schon wieder keiner was da in dem Haus. Wird wahnsinnig. Okay, warte. Dann machen wir den jetzt so und so. Solange sie nicht unfruchtbar werden, ist das alles noch halbwegs okay. Sie dürfen nicht unfruchtbar werden. Warte, Bevölkerung. Oh, die Fruchtbarkeit nimmt ab und die Unfruchtbarkeit nimmt zu. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig massiv schlecht. Das ist richtig endschlecht. Das ist die Strahlung halt, ne? Aber wir könnten versuchen, unsere Bevölkerung zu durchmischen wieder. Ich kann schon mal ein Forum bauen. Warte mal. Weil über ein Forum können wir nämlich nach anderen Survivern suchen, tatsächlich. Fällt mir mal gerade so auf. Hier, machen wir es mal hier unten hin. Hier haben wir noch Platz. Über ein Forum kann man andere Survivor anfragen. Und wenn dann sich so eine Gruppe meldet, dann kann man mit der Gruppe Kontakt aufnehmen. Und dann muss man für die Rohstoffe zur Verfügung stellen. Dann wollen die verschiedene Sachen von einem haben. Meistens natürlich das, was man nicht hat gerade. Aber wenn wir das dann an den Start bringen, dann kriegen wir zumindest gesunde Menschen, die wieder in der Lage sind, Kinder zu zeugen. Das müssen wir auf jeden Fall machen, solange die noch nicht alle komplett unfruchtbar sind. Es ist, glaube ich, jetzt schon wieder auf dem besten Weg in den Abgrund hier alles. Was ist mit deiner Wetterstation? Oder ist das nur bei der Forschung? Die muss ich erst erforschen und Forschung kann ich mir nicht leisten gerade. Ich muss gerade die Bedürfnisse erfüllen. Beziehungsweise Dinge einlagern, damit wir bei der nächsten Dürre nicht Tür dastehen. Wir müssen quasi erstmal wieder hier die Gesundheit herstellen, die Strahlung reduzieren irgendwie. Ja, ungeschützt durchs Ödland. Herrgott, noch eins. Was soll ich denn machen? Ich kann es doch nicht ändern. Da sind doch 4 Masken. Die verbrauchen die aber auch immer viel zu schnell, die Sachen, finde ich. Es verbraucht sich alles immer so rapide. Allein die Schutzkleidung an den Start zu bringen in ausreichender Menge ist schon extrem. Da brauchst du eigentlich gleich hier noch eine zweite Schneiderei, ey. Ohne eine zweite kannst du es eigentlich schon knicken direkt. Deswegen baue ich jetzt gleich auch nochmal noch eine. Was? Achso. Ah, okay. Ach, das ist... Ah, das ist gut. Das ist gerade fertig geworden. Guck mal, das waren jetzt
Das waren jetzt 4 Einheiten, die aus der Schneiderei rauskamen. Dann nochmal 7 als Bonus für den Auftrag. Die sind instant weggelutscht. Instant weg. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Atmen, essen die die Schutzkleidung? Die wissen schon, dass sie die anziehen sollen, statt die zu essen. Also ich weiß nicht, ey. Ist die aus Zucker irgendwie? Zerfließt die irgendwie, wenn es regnet? Ich weiß es nicht. Das ist echt heftig. Das ist so krass. Ich check's nicht. So, ich mach jetzt mal hier den Schrottsammler wieder. Ich reinstituiere mal den Schrottsammler jetzt. Damit da wieder was kommt. Die Anzüge halten länger. Ja, aber in einer unserer Schneidereien ist es zu einem Betriebsunfall gekommen. Ja, hat er sich mit der Nadel gestochen oder was hat er gemacht? Ein Großteil des Produktionsequipment muss ersetzt werden. Ja, geil. Hervorragend. Nice. Oh, Gott. Okay, ich soll die Anzüge machen. Kohle, Stoff und Plastik. Ja, okay. Gucken wir mal. Probieren wir das mal. Da müssen wir aber den Köhler jetzt wieder neu einstellen. Warte mal, dann breche ich das hier mal ab. Dann breche ich das ab. Mal das Strahlungsoverlay jetzt aus. Dann breche ich das ab. Die zweite Schneiderei. Und dann mach mal lieber den Köhler noch. Ja, ich kann halt bei den Wassersammlern keinen rausnehmen. Ich nehme mal bei den Bauern einen raus. Nahrung haben wir jetzt eigentlich genug. Und den Fischer nehme ich auch raus. Wir machen jetzt den Köhler wieder an. Mit 2 Leuten. Heilarznei haben wir jetzt auch wieder. Das ist gut. Okay, und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch einen Friedhof bauen schnell. Dass wir die Toten beerdigen können. Da brauchen wir halt auch wieder einen Totengräber. Das ist echt krass. Der Friedhof ist auch immer so riesig gleich, Mann. Diese Fläche, die das immer kostet, ey. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn? Das ist Spielwehr. Ah. Hierhin? Ich habe ja auch keinen Platz. Nirgendwo hier nicht. Hier schön neben den Produktionsanlagen. Nee, das ist alles doof hier. Warte mal. Das bauen wir neben die Forschungseinrichtung. Dann haben sie gleich Versuchskaninchen. Die Musik ist genauso, wie ich mich fühle gerade. Die drückt das perfekt aus. Schreiende Menschen, die verzweifeln. Genau das geht mir durch den Kopf gerade. Ein Hirte reicht pro Hof. Sicher? Reduziert das nicht die Produktionskapazität? Oder die Geschwindigkeit? Das reduziert, glaube ich, die Produktionsgeschwindigkeit. Ich glaube, das ist nicht so gut tatsächlich. Hier wären es übrigens gerade weniger Tiere. Warum? Verstehe ich nicht. Warte mal, wir müssen mal den Dings hier wieder, den Jäger wieder umstellen auf Jagen und Fangen, glaube ich. Boah, ne, bis die das mal repariert haben hier. Haben wir einen Arbeiter hier? Was macht denn unser Baumeister? Wo tingeltangelt der denn rum? Ich habe dem doch gesagt, er soll doch jetzt hier bitte das mal reparieren. Und es ist doch direkt ein Lager daneben. Ich check's nicht. Das dauert alles oft so unnötig lange, ey. Finde ich. Wo ist denn der Zapfen? Ach, jetzt hat er es mal geschafft, der feine Herr. Hervorragend. Mein Gott. Kein Wunder, dass die Leute alle verstrahlt sind, wenn die Schneiderei nicht repariert wird. Ja, und er macht es nicht mal fertig. Er macht es nicht mal fertig. Ich werde wahnsinnig. Statt das gleich fertig macht. Aber nee. Macht er einfach nicht. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Jetzt macht er Feierabend oder was? Jetzt gucken wir nochmal in die Statistik rein. Wie sieht's aus? Wie die Unfruchtbarkeit immer weiter steigt und die Fruchtbarkeit immer weiter runtergeht, ne? Das ist so übel. Das ist einfach so fett übel. Okay, es wird repariert, sehr gut. Wir kriegen halt auch immer weniger Kinder, ne? Es ist auffällig, dass die Kinder nicht mehr so schnell nachwachsen jetzt. Das dauert ganz schön lange. Wir haben nur noch 4 jetzt. Eine wird erwachsen gleich. Das Problem ist, die Alten sterben ja weiter noch. Die sterben ja auch weiterhin noch. Wasser. Ach, sieht jetzt erstmal gut aus. Weißt du was? Ich mache jetzt hier noch einen Baumeister. Oder 2. Ja, er hat es fast repariert. Ich werde ja wahnsinnig, ey. Ich werde ja jetzt schon ein bisschen wuschig. Geil. Dabei habe ich Reparatur sogar ja als Priorität eingestellt, oder?
Im LKW habe ich das doch gemacht. Ja, habe ich. Krass, und trotzdem macht er das nur, wenn ich dem dazu zwinge quasi. Schon beängstigend. Ja, forschen kann ich jetzt nicht. Da brauche ich die Arbeiter jetzt dringender für andere Sachen. Das dauert eh auch zu lange. Wenn du nicht 5 Leute in der Forschungsanlage hast, kannst du es eh vergessen, weil das dann Stunden braucht, bis das fertig ist. Quatsch. Ah, da wird jetzt der Friedhof mal gebaut. Hervorragend. Was brauchen wir da? Holz brauchen wir. Holz und Schrott. Ah. Haben die Sachen so halb. Okay, warte. Ich mache mal hier noch die Holzerntung. Achso, wir haben ja eh keinen, der das macht. Habe ich vergessen? Habe ich ja ganz vergessen. Ich hatte geschrieben, damit, dass du mehr Häuser brauchst, damit die Babys machen. Nee. Nicht, wenn die Bevölkerung gestorben ist. Dann sind ja Häuser da. Wir haben ja hier ganz viele Hütten. Die sind halt einfach nicht voll. Guck mal. Da sind 2 Leute drin. Na gut, die hier ist voll. Okay. Da sind 2 Leute drin. Und hier haben wir noch reichlich Platz. Hier sind 5 Leute. Hier sind 5 Leute Platz. 10 Leute. Das muss ja ausreichen. Die sind ja gestorben. Wir waren ja schon mal bei 50. So. Das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Hütten haben. Das liegt daran, dass wir... Oh, jetzt scheiße. Jetzt haben wir eine Epidemie. Okay, jetzt muss ich so ein Sanatorium hier bauen. Das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Hütten haben. Das ist Quatsch. Das liegt daran, dass die einfach unfruchtbar werden. Deswegen werden es immer weniger Kinder, die geboren werden. Toll. Der nächste Bauauftrag, der Stunden dauert. Und da ist es... Eigentlich ist es schon wieder vorbei, tatsächlich. Weil wir kommen da aus diesem Tal eigentlich nicht mehr raus. Weil das nächste, was dann kommt, sind die Banditen. Und dann müssen wir die Ressourcen abgeben, weil wir keine Verteidigung geschafft haben aufzubauen. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt schon wieder am Anus. Oder im Anus eigentlich. Ich weiß, dass in der Zuflucht keine Kinder gezeugt werden. Ich sagte ja gerade, es sind viele Leute gestorben. Und wir haben jetzt ja wieder genug Hütten. Weil es wurden ja nicht die Toten in den Hütten. Das heißt, die Hütten sind wieder frei geworden. Ja? Ist logisch. Das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Hütten haben. Ja? Logisch nachdenken. Es sind Leute gestorben. Es sind Hütten frei geworden dadurch. In den Hütten können ja bis zu 5 Leute leben. Hier, die Hütte ist nicht voll ausgelastet. Die ist auch nicht voll. 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 Das liegt daran, dass die unfruchtbar werden. Deswegen sinkt die Geburtenrate. Ist so. Man sieht es an der Grafik. Man sieht es hier. Die Statistik zeigt es uns. Hier, jetzt überschreitet die Unfruchtbarkeitslinie schon die Fruchtbarkeitslinie. Das geht immer steiler nach unten, das geht immer steiler nach oben. Daran liegt das. Nicht daran, dass wir zu wenig Hütten haben. Und jetzt sind sie auch noch krank, das heißt, nächstes Problem. Weil ich keinen Friedhof gebaut habe. Das ist das eigentliche Problem. Weil jetzt haben wir die Epidemie, weil zu viele Leute gestorben sind. Es ist wie so ein Domino-Day, das ganze Spiel. Ein Stein falsch angefasst und schon rauscht das einfach nur noch so durch. Und du kannst es nicht mehr aufhalten. Es ist so. Du kannst den Domino nicht aufhalten, wenn er einmal umgefallen ist. Es hat angefangen damit, dass wir einmal eine Phase hatten, wo wir zu wenig Nahrung hatten. Und das hat die Hungersnot ausgelöst. Die Hungersnot hat dazu geführt, dass wir zu wenig Arbeitskräfte hatten. Hat dazu geführt, dass wir zu wenig Wasser hatten. So. Hat dazu geführt, dass wir keine neuen Arbeitskräfte machen konnten, wie Kräutersammler und so. Dadurch kam dann auch noch die Strahlung dazu. Dann konnten wir die Strahlung nicht beseitigen, weil wir zu wenig Leute hatten. Die Strahlung war immer omnipräsent, hat unsere Leute verstrahlt, hat die Geburtenrate gedrückt, weil sie unfruchtbar werden. Und jetzt kommen wir aus dem Tief eigentlich nicht mehr raus. Wir kriegen nicht genug Kinder nach. Nicht mehr, um das jetzt noch aufzufangen eigentlich. Also das heißt, wir werden langfristig sterben. Deswegen versuche ich das jetzt noch gegenzusteuern, indem ich jetzt sage, suche nach Überlebenden. Wir werden demnächst auf Funksprüche achten. So, diese Funksprüche werden dazu führen, dass wir wieder Ressourcen für diese Leute vorhalten müssen, die dann bei uns vorstellig werden wollen. Da wir gerade eine Epidemie haben, wir haben gerade einen Funkspruch aufgefangen. Okay. Was wollen die haben? Die wollen Nahrung. Okay. Die wollen Wasser, Metallwerkzeug und Strahlenanzug. Alter. Genau. Ist ja überhaupt nicht viel, ey. Krass. Es ist ein Teufelskreis, genau. Es ist ein absoluter Teufelskreis, aus dem man nur schwer wieder rauskommt, tatsächlich. Und das geht nur, indem man hier die Arbeitskräfte hin und her jongliert, eigentlich. Ansonsten hast du keine Chance. Wir müssen hier echt die Arbeitskräfte jonglieren, als wenn es keinen Morgen gibt.
Weil das Problem ist, wir müssen ja auch die Grundstoffe bereitstellen. Was jetzt richtig scheiße wäre, wenn jetzt bei der anstehenden Dürre, die da jetzt gleich kommt, wenn dann jetzt so eine Staubwolke kommt. Weil dann haben wir noch zusätzlich das Problem, dass unsere Gebäude noch repariert werden müssen. Und das bei den wenigen Ressourcen und Arbeitern, die wir haben, das dauert ewig, bis die dann repariert sind, die ganzen Gebäude. Haben wir ja gerade gesehen bei der Schneiderei. Das war ja jetzt auch eigentlich kein großer Akt eigentlich. Aber war es am Ende dann doch, weil wir halt nicht genug Leute und nicht genug Material haben. Ist echt heftig. Allein wie lange die Dekontamination von dem Friedhofsgrundstück braucht. Da ist irgendeiner gestorben. Giovanni ist tot. Mit Kleidung ist er gestorben. Siedler ist hungrig. Toll. Vor allem, ich verstehe nicht, wenn der tot ist und noch Schutzkleidung hat, warum ziehen die denen nicht eigentlich die Schutzkleidung aus und ziehen die selber an? Warum machen die das nicht? Ich meine, wenn ich die Wahl habe, einen qualvollen Strahlungstod zu sterben und den Strahlenschutzanzug von einem Toten zu benutzen, dann würde ich doch, glaube ich, also mal jetzt Pietät mal außen vor, aber da würde ich mich, glaube ich, für den Strahlenschutzanzug entscheiden, ey, ohne Witz. Insbesondere, wenn man weiß, was passiert, wenn man verstrahlt. Das ist nicht so geil, ey. Dann ziehe ich auf jeden Fall den Toten sowas von aus. Das kannst du aber sagen, du. Dafür braucht man einen Friedhof, um die Sachen zu recyceln. Sicher? Ich habe das nur so verstanden, dass der Friedhof die Leute einfach nur beerdigt, damit keine Krankheit ausbricht. Auf dem Friedhof können Siedler um ihre verstorbenen Verwandten trauern. Dies stärkt ihr Vertrauen. Totengräber sammeln zusätzlich Werkzeuge und Schutzkleidung. Ah, in deinem Hintergrund. Okay. Das ist natürlich eine wichtige Info, das wusste ich nicht. Also hätte ich den Friedhof doch etwas früher bauen sollen, falls eben genau so eine Sterbewelle kommt, damit das recycelt wird, das Zeug. Ja, das wusste ich halt nicht. Ich dachte, der ist nur, um Seuchen vorzubeugen. Scheiße, okay. Aber wichtiger Hinweis. Haben wir wieder was gelernt für den nächsten Durchlauf? Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das hier noch rumgerissen kriegen. Die Strahlung steigt immer weiter. Die Unfruchtbarkeit dürfte auch immer weiter zunehmen. Ja. Fruchtbarkeit fällt immer mehr. Unfruchtbarkeit steigt. Ja, das eine Strahlungs... Ja, das muss man ja nicht wegmachen. Geil. Mitarbeiter des Monats definitiv. Und, was braucht das jetzt? Holz. Holz haben wir nicht mehr. Toll. Die ernten hier auch schon nichts mehr, ne? Wie sieht's denn mit der... Oh Gott, Alter, hier hinten ist schon gelbe Strahlung. Schon mittel. Es ist halt... Da wird's halt auch nicht mehr los, einfach. Es kommt so oft diese Strahlung. Die Runde ist lost. Ich würde auch sagen, dass die lost ist, tatsächlich. Ich sehe da nicht, wie wir da wieder rauskommen. Weil es wird ja immer schlimmer auch. Je mehr Zeit vergeht. Es wird ja nicht besser. Dann kommen ja noch Banditen und alles. Wir sind ja jetzt eigentlich... Jetzt müssten wir eigentlich schon das Militär langsam aufbauen. Und wir sind jetzt gerade so am Schlauchen hier. Das ist nicht mehr feierlich, ey. Gab's da einen Atomkrieg? Ja, ja. Das ist Endzeit-Szenario. Mad Max-mäßig quasi. Na gut, aber ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht das mit dem Funkspruch noch klappt. Dass wir ein paar Leute... Guck mal, da kriegen wir 6 Leute in die Siedlung. Das wäre schon gut. Wasser haben wir schon erfüllt. Nahrung haben wir jetzt auch erfüllt. Jetzt wäre noch geil, wenn wir noch Strahlenschutzanzug erfüllen würden. Und noch das mit dem Metallwerkzeug. Gut, das wird schwierig, glaube ich. Da haben wir auch gar nicht die Leute gerade. Und an dieser Stelle endet diese Folge Endzone, A World Apart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert die BR-Benachrichtigungen, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video rauskommt. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr könnt mich damit mit einem Prozent einen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.